hallo, willkommen zurück in unserer kleinen Lieblingsbäckerei um die Ecke. Wir haben wieder früh am Morgen und sind unterwegs. Also eine Uhrzeit wird hier gar nicht eingeblendet. Finde ich aber auch ganz cool. Ich habe das Gefühl, man kann hier zeitlos ein bisschen arbeiten. Man ist einfach nur in der Morgenstimmung, um hier zu backen. Schauen wir mal, was das Spiel noch weiter als Überraschung bereithält. Da werden wir dann sehen. So, wir haben nicht mehr viel Geld, um zu erweitern. Wir müssen erstmal Kohle verdienen. Das ist erstmal wichtig. 13 Überraschungsbrötchen, Schummeltag Donut. Die bringen ganz gut Geld. Lava-Brötchen. Ne, machen wir das. Komm, machen wir das. Schummeltag Donuts machen wir also. Ne? Da machen wir 3,1. Ja, dann nehmen wir die große Schüssel. Nehme ich eh viel lieber. Dinkelmehl haben wir hier nicht drin. Dann gehen wir hier gleich ans Regal. Das ist Maismehl. Dinkelmehl 2,4. Das reicht natürlich nicht. Müssen wir schon wieder einkaufen. Dinkelmehl. Okay. Ja, na toll. Und nochmal Geld. Das hat wieder ein paar Cent gekostet für die schnelle Lieferung. Aber brauchen wir jetzt. Egal. So. Wasser holen wir hier. Äh, 720 Wasser, das stimmt. Ja, es bleibt der Hebel irgendwie unten liegen, aber egal. Komm, soll uns egal sein. Milch brauchen wir 1,8. Ja, das stimmt auch. Na, weg du Schlauch, du. Du Schlauch, du. Butter haben wir hier, dann buttern wir uns einen. Und zwar 360, dann machen wir 1, 2, 3. Haben wir auch. Eier 300. Ob das hier leer? 360, das sind 60 Milliliter Eier geteilt durch 6 Eier. Genau, dann passt das. Irgendwie cool, die Eier in Milliliter zu rechnen. Wenn wir Rezepte zu Hause machen, da steht ja oft drin, ein oder zwei Eier sollen rein in den Teig. Oder je nachdem. Und je nachdem, wo wir die Eier gekauft haben, ist mal ein bisschen mehr oder weniger Milliliter drin. Ne? Eigentlich sollte man Eier immer in Milliliter rechnen. Aber dann müsste auf der Packung Eier, wo wir kaufen, auch die Milliliterzahl dran stehen. Geht aber nicht. Ne? Dann wird das meistens dann... Genau, weg damit. Gut, dass ich es gerade noch gesehen habe, schon wäre es zu viel. Der Quatsch, wo ist das Ei eigentlich hingefallen? Naja, keine Ahnung. Zucker. Ah, Zucker brauchen wir. Das ist dann hier Zucker 72. 70. Ja, das stimmt auch. Die Hefe. Die Hefe. 216. Passt. Wackelt und hat Luft. So. Dann wollen wir hier... Nee, das machen wir nicht. Warum steht das jetzt im F30? Das lasse ich auf 0. Ich mache das lieber mit der Hand. Das ist sichere. Wie verkleckert immer der Topf aussieht, ne? Echt ein Wunder, ein Game, wo man mal nicht selber das Zeug wieder waschen muss. So, 70%. Stopp! Oh Mann, steht aber immer noch auf 100%. Echt krass, bin ich hier abgerutscht und hab den falschen Knopf gedrückt. Teich liegt schon in der Maschine drin. Dann ist die Box gleich bereit. Und wir brauchen 200 Grad. Haben wir hier natürlich nicht. Müssen wir warten, bis das schön die grüne Lampe aufleuchtet. Da haben wir sie schon. Und da kommen sie, die Donuts.
Na? 100. Na. Also in dem Game ist echt die Maus sehr empfindlich. Das finde ich sehr schade, ne? Weil das macht einen wahnsinnig, wenn man mit der empfindlichen Maus versuchen muss, so feinfühlig zu treffen auch noch. Frisch gebackene Donuts, kommt kein Zucker drauf, gar nichts, keine Glasur. Das wäre auch schön, wenn das hier so eine Möglichkeit wie Glasur gäbe. Boah, 36 ist die Hälfte. Bald haben wir es. Also es macht Spaß, diese Maschine so zu bedienen, aber große Masse sind natürlich dann doch dieses Aufsammeln am Ende hier. Oh, Maschine hat sich abgeschaltet. Dann haben wir es gleich. Und die letzten drei noch. ...72, jawohl! Ja, für die eine Kiste können wir das normale Auto nehmen. Ja, also wie gesagt, mir wäre lieber, ich hätte so meinen kleinen Laden neben der Bäckerei, den ich voll machen kann mit Ware, wo dann das Angebot immer erweitert wird und Bestellungen, wenn eine Bestellung dazu kommt, die dann besonders honoriert wird, die kämen dann einfach dazu. Also die wird abgeholt, meine ich, die wird gemacht, die wird dann, ne komm, da fahren wir nicht entlang, die richtig her, upsa, und lasse dann von jemandem abholen. Ich meine, gut, ich kann sie ja wegbringen lassen. Vielleicht sollte ich das einfach mal nutzen. Aber der will ja ein extra teures Trinkgeld haben, nur damit die Lieferung zu 100% ausgeliefert wird. Und ohne Trinkgeld ein Restrisiko von 30%, dass da irgendwas schief geht. Das ist natürlich teuer, ne? Ganz schönes Abzocken. Jawohl, 100%. Das hat alles gepasst, sehr gut. Und Level 20, okay. Okay, jetzt können wir hier das upgraden. Aber 400, ja, das kommt das mal mehr, ja. In der Hoffnung, dass sie dort, also... Ja, sehr gut. Das klappt. Dann brauchst du nur noch zuzugucken. Dann machen Donuts backen Spaß. So, für die Backstube zu erweitern, brauchen wir gar nicht zu gucken. Das kostet 5000.
Viel, viel Geld. Aber das sollte das nächste Ziel sein. Oder was meint ihr? Ja, eigentlich schon. Hier gibt es nichts mehr zu erweitern sonst. Wir brauchen die größere Backstube, um da wirklich erweitern zu können. Da gibt es auch mehrere Öfen und so weiter. Und das wollen wir natürlich schon haben. Also müssen wir erstmal Brötchen backen ohne Ende. Tja, das sind ich jetzt voll. 8 Brote wegen 8 Brote. Machen wir mal die Magma-Brötchen, weil ich würde gerne mal wissen, wie die, welche Maschine wir dafür benutzen, für diese Form. Maismehl? Ich glaube, das ist wieder eine normale kleine Schüssel. Brauchen wir mit große gar nichts anzufangen. Maismehl. Haben wir Maismehl schon? Ja, haben wir doch. Oder? Da. Maismehl. 700 Gramm. Wasser 420. Olivenöl 56. Hefe 28. Salz 28. Zucker 14. Ja. Kürbiskerne, warum die Kürbiskerne? Ah, hier. 42. Okay. Dann schleudern wir das Ganze im Schleudergang. Okay, jetzt nur die Frage, wohin damit? Wir brauchen 14 Stück. Da waren hier nur, ja, das ist nur Brot, Baguette, Rundbrot, Hörnchen und Brezel. Tut er mehr portionieren. Aber keine Brötchen. So, das macht rund. Moment, und? Nee, warum geht das nicht? Ah, der hat aber welche. Dann probieren wir es mal so. Was, das geht auch. Boah, das ist ja, naja, gut. Das muss halt natürlich hier liegen. So, und dann gucken wir mal. Tatsächlich, das geht. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele auf ein Blech draufpassen. Nehmen wir mal ein paar mit. Neun Stück in drauf, aber gut, reiche 2 Bleche. Wo ist unser Schüsselchen? Wo ist das jetzt da? Ach Mann! Wo kommt der dann jetzt her? Jetzt passt's. Die Schüssel ist leer? Ja, okay. Also das war nicht mehr genug Teig. Drei, sechs, neun. 10, 11, 12, 13, 14. Ja, wow, passt aber haargenau. Was haben wir denn hier jetzt? Wir haben 200 Grad, die haben wir. 20 bis 35. So.
Nicht, dass es so dunkel werde, nicht, dass sie noch zu roh sind. Sehen jetzt dunkel aus. Ich hoffe, das ist alles gut gegangen. Sehen wir gleich. Naja, wäre 29 Sekunden oder so besser gewesen. Muss ich mir das jetzt alles merken? Ich bin noch gar nicht so sicher. Und weg wieder. Ich bin so blöd. Ich wollte ja eigentlich die Lieferanz beauftragen. Ja, wir brauchen am Anfang brauchen wir Geld. Dann sollte man natürlich alles selber machen, aber einfach nur, um schneller wieder an Aufträge ranzukommen, ne? Diese Rumgurkerei, so viel Spaß macht das nicht, ja. So, fahren wir die nächste rein. Ich glaube, da geht es nämlich von dem Weg schneller. Ah ja, noch so. Na gut. Okay, 100%. Waren es noch gut genug? So, alles wieder auf Anfang, na klar. Oh, jetzt haben wir mal viel Auswahl. 8 Rundbrote wären das. Könnte man natürlich auch mal machen. Überraschungsdonut 81. 935, die machen wir doch. Und die Bäckerei ist nicht so weit zum Liefern. Ja, cool, machen wir das doch. Dann nehmen wir natürlich die große Schüssel wieder, das ist ja klar. Weizenmehl, das hätten wir auch hier. Sehr gut. Voreingestellt ist es schon. Zack. An die Flüssigkeitsbahn, nein, komm schon. Wasser, 810, stimmt. Milch. 1,215, stimmt auch. Und noch was? Nee. Dann machen wir Butter. Mit Butter weiter. Da haben wir die Butter. 810, das ist ein Haufen Zeug. 800. Okay, Eier. Oh, Eier kaufen. Drüber gucke, brauchen noch was, wenn ich schon gerade hier bin. Naja, lassen wir das mal kommen. Was brauchen wir da jetzt? 810. Da steht jetzt Gramm, ne? Das ist auch gut. Und hier Milliliter. Aber 810 geteilt durch 45, das wären 18 Uhr. 18 Eier. Müssen wir jetzt aufschlagen. Oh, Halleluja. Von dieser Größenordnung.
Jetzt haben wir 8 von den 45er drin. Was, kann man ja gar nicht sehen. Eier haben wir 360. 360. Kann man überlegen, da bleiben 450 über. Kann man die jetzt vielleicht mit denen. Nee, das ist eine Teile. Wenn wir jetzt zwei von denen reinmachen. Es geht nicht. Ne, komm. Ich komme hier ganz durcheinander schon wieder. Das gibt's doch nicht. Müssen die jetzt mit zwei unterschiedlichen Eier? Warum machen die nicht einfach 10 Eier oder sowas? Also, verstehe ich nicht. Das ist ja eine halbe Mathematik. Rechenformelerei. Wie viele 60er Eier und wie viele 45er Eier? Muss jetzt ganz schön klipprig sein in dieser Schüssel mit diese ganzen Eier da drin. So, nochmal Eier kaufen. Aber jetzt 810 Milliliter Eier, jawohl. 81 Gramm Zucker. Ist doch doof, dass ich die Anzeige hier nicht sehe. Was haben wir? 83, 81, noch 1 Gramm. Ja, Zucker passt. Hefe 81. Okay. Scheiße, das haben wir 3 Gramm zu viel Hefe drin. Das lassen wir jetzt, komm. Ich kann nur einmal, kann ich wieder was rückgängig machen, nur einmal. Also wie gesagt, da muss ich jetzt die andere, die muss ich drin lassen. Beim schnellen Drücken hat es einmal doppelt geklickt. Wahrscheinlich, ja, Hefe ist jetzt 4 Gramm zu viel drin. Das wird nicht so schlimm sein. Rosine, ja. 405. Okay. Dank dem Upgrade steht der Timer jetzt immer so eingestellt, wie man das Rezept das vorgibt. Und naja, 100%, es passt doch auch. Okay, da brauche ich nicht immer zweimal zu klicken. Wir machen wieder Donuts und jetzt brauchen wir sie nicht mehr mit der Hand raus zu picken. Ich bin mal ganz gespannt, wie das jetzt geht. Jetzt 100 Grad müssen wir vorheizen, das ist natürlich wieder kalt. Und dann bleiben wir neben dran stehen, bis es fertig ist. Ne? Während wir eigentlich ein neues Rezept anfangen könnte. Die Box muss natürlich in der Nähe sein, nicht vergesse. Schauen wir mal, wie das funktioniert hier. Wahrscheinlich geht das jetzt hoch und weg ist es. Ja. Und sind drin. Jawohl. Nicht, dass ich neben dran falle oder so, ne? So, hinter in den Dreck, in eine Staubfalle. Wobei in der Backstube, in der ordentlichen, gibt es keinen Staub, kein Dreck. Wissen wir ja. Ja, das ist doch cool. Ne? Da kann man das durchlaufen lassen. Derzeit können wir einen Kaffee trinken gehen oder so. Ja, unsere riesen Hamsterstation. Ne? Sieht aus wie Hamsterflasche. Und unten ist ja irgendwo die Kugel und dran nuggeln.
Aber trotzdem, ich finde es echt schade, ne? Also so ein bisschen Glasur drüber machen. Ich meine, im Cooking Simulator gibt es ja die Bäckerei. Die habe ich auch im Übrigen. Da fand ich es teilweise übertrieben, ne? Dass dann so viele Muster hergemacht werden, die mit der Füllspritze, Zuckerspritze da oben so Dinger machen und das lässt sich nicht gut handeln. Schade. Ne? Also, aber in meinem Geschmack her auch viel zu viel Dekorationsmöglichkeiten. Man muss es nicht so übertreiben. Klar, ein Konditor könnte vieles machen, aber der Cooking Simulator generell, der ist nicht auf Wirtschaftssimulation oder auf Simulation, Berufssimulation ausgelegt. Er ist einfach chaotisch ausgelegt, ne? Ständig, wo was kaputt geht oder keine Ahnung und so weiter. Also das schade, finde ich schade. Da finde ich das hier wirklich deutlich besser. Nur fehlt mir hier wirklich so ein eigener Bäckereilade. Sag mal, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sieht so aus, als wäre mir im oberen Stock. Gut, warum nicht? Aber eigentlich eine Bäckerei, so ein Betrieb ist doch eigentlich eher ebenerdig, ne? Also tatsächlich, wir sehen mindestens erste, zweite Stock sind wir. Ne, erste, zweite, dritte Stock sieht er sogar aus. Okay. Ja gut, wir sehen es ja nicht. Wir gehen hin durch die Türen und sind plötzlich draußen. Fenster könnte ich mal der Pizza. Und mit Rostschutzgrundierung diese Eiselamelle hier streiche. Ja, das wäre so cool. Ich könnte woanders da weitermachen, neue, nächste Zutaten herrichten, während hier die Maschine läuft. Da, so auf die Art und Weise kann ich auch 500 machen. Moment, doch, 78 stimmt. Passt, sind 81. Die letzte kommen noch. Und 81. Bringt wenigstens wieder gut Kohle. Ach so, Lieferung bestellen. Die drücken sich komisch aus. Klar, die möchten, dass ich eine Lieferung bestelle. Und nicht eine Bestellung ausliefere. Tipp für den Treiber, $56, ja. Risiko Fehlschlags 0%, ja, dann machen wir das auch. Bestätigen, ist zugestellt. Ja, super. Level 21, geht immer weiter. Exotischer Muffin, okay. Kokosaroma, oh Mann, ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt so viele Geschmäcker da reinmache. Noch weiß ich auch nicht, mit denen Gewürze da und so weiter. Also wie gesagt, ich habe doch nicht recherchiert, weil ich habe da ehrlich gesagt keine Lust daran rumzubasteln. Dann will ich lieber wissen, welche sich gut mache, welche nicht. Ist halt manchmal von Entwickler wieder zu viel gewollt, ne? Wie das halt manchmal so ist. Ist halt so. Egal. Kriegen wir hin. Die Auswahl wird immer größer. 90 Donuts. 841. Wird aber immer billiger. Es werden immer mehr Donuts, aber das Geld gibt, wird immer weniger. 90 Kokos-Donut. Das machen wir doch mal. Das ist was Neues. Und der nächst höhere Betrag. Wir brauchen ja erstmal Kohle jetzt, ne? 15 Bauernbrote wäre auch mal interessant. Aber die müssen in dem Kaste. Alle in die Kastenform rein. Ne, den machen wir hier. Das machen wir. Wir laufen gleich los. Kann man hier eigentlich noch was erweitern? Ne, ist alles schon gekauft. Kokosaroma. 4,5 Kilo Kokosaroma. Oh, da haben wir hier natürlich nichts. Oh, was müssen wir hier kaufen? Okay. So, gleich voll gemacht. 4,5. Wir haben die Butter schon mal rein, wenn wir schon gerade hier stehen. Butter in Körnerform, haben wir ja gehört. 900 Milliliter Eier natürlich. Oh, jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Ich muss echt nachrechnen. 15
von den 60 Eiern. Okay. So, 8 hätten wir drin. Warum, ich verstehe nicht, warum wir hier nicht so... Das müsste normalerweise hier so ein Tablett stehen mit 30 Eier drauf. Oder die Großtablett, wo es immer wo man zu kaufen gibt. Ne? Verstehe ich nicht. Immer diese 8er Packungen. 9. 10. 11. 12, 13, 900 Milliliter Eier, jawohl. Zucker 180. Na. Ja. Hefe 90. 6, 8. Okay, jetzt die Flüssigkeit. Na komm schon. Milliliter Wasser, das stimmt. Und die Milch, 1950, stimmt auch. Und alles drin. Wird gerührt, was das Zeug hält. Kokosaroma. Ich frage mich nur, was ist das für ein Mehl? Ich meine, das muss doch eine Mehl sein mit Kokosgeschmack drin oder sowas. Das verstehe ich nicht. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Also. Ja, ich muss erst aus der Handstelle. Ich wollte die Temperatur schon hochdrehen. Ups, wo laufe ich schon hin? Meine Güte. So, dann laufen die mal durch. Das wäre jetzt so cool, die nächste Rezeptur schon anfangen, Mensch. Die Brotmaschine hier, also das fand ich schön. Das fand ich eigentlich sehr, sehr nice. Rundbrot oder Längsbrot. Die finde ich eigentlich auch cool, die Maschine, ne? Also wie gesagt, was hier unrealistisch ist, wenn ich das hier, das Tablett oben drauf habe, hab Teig drauf und das fahre ich runter, dann diese Platte, die ganze Rundung hier, was zusammendrückt, das dreht sich dabei, nur die untere dreht sich, glaube ich, ein bisschen dabei, ne? Da wird der Teig nämlich dabei rund gewirkt. So habe ich das, meine ich, schon gesehen. Das dauert noch ein bisschen. Ja Leute, schaut ein bisschen zu, wie die Maschine hier läuft. Ich muss schnell was holen, ich bin gleich wieder zurück. Keine Angst, ihr könnt aber zuschauen, ne? Ruft, wenn die Donuts fertig sind. Bin gleich wieder da.
So, ich bin wieder zurück und wie ich sehe, die Maschine ist noch nicht fertig. Oh, gerade über die Hälfte drüber. Naja, gut, okay. Also eine Masse mit Donuts zu machen und so weiter ist zwar hier ohne Probleme möglich, aber dann müssen wir auch was zu tun haben. Also mal gucken, was steht denn hier rum. Besen, die man durch Schnitt nutzen können. Alter Ofen, Objekt erweitern. Nee, da ist nichts zu machen. Der bleibt aber immer da. Ja, der bleibt immer da, der Ofen. Ne? Den kann man gar nicht, obwohl man den gar nicht mehr brauchen eigentlich. Ich meine, ja, man sagt ja, es ist ein Geschmacksunterschied, wenn man das schön auf dem Feuerofen gegenüber der moderne Backofen, ne? Dass es doch ein Geschmacksunterschied ist. So ein Brot mit einem rustikalen Ofen gebacken oder so. Hm? Und tatsächlich, ich könnte ja jetzt hingehen, könnte mir so 20 Brote machen, schöne Bauernbrote, könnte ich hier trotzdem backen. Nur was mache ich mit den Broten dann? Ja, wir haben ja kein Lade, wo ich sie wegbringen könnte. Schade. So, da sind wir durch. Wenn wir gute Aufträge bekommen, schaffen wir es vielleicht. Na, ob wir an die 5000 in der Folge noch rankommen, das fehlt noch 3000. Boah. Aber der Auftrag bringt dir fast einen Tausender wieder. Mal gucken. Aber ich glaub's nicht. Schade. Ja. Geben wir wieder an die Bestellung natürlich. Naja, kostet jetzt mal einen Haufen Geld, aber egal. Zugestellt. 100%, jawohl. Da sparen wir uns wenigstens die Fahrerei, also ist halt so, ne? Dann soll man es halt was wert sein. So, kommt noch ein guter Auftrag, der jetzt viel Geld bringt. Schon wieder Donuts. Ne, hier, und Kokos Donut wieder, 866. Dreckiges Brötchen, das ist immer dreieckiges Brötchen, Überraschungsmuffin. Muffin. Sollen wir Muffins nochmal machen? Die Brote sind immer so wenig, ne? Wegen denen ein paar Brote, die Maschine alle anzuwerfen, ich weiß nicht. Ja, machen wir die Muffins. Machen wir halt die Muffins. Sonst muss da nichts rein. Nee. Machen wir erst die Flüssigkeit. Ups, da komm schon. Also das mit diesem schmalen Greifbereich ist so das ein, mitunter das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Aber es ist wirklich sonst nichts. Zucker, Milch. Achso, Milch. Olivenöl brauchen wir auch, genau. Und die Milch. Was machen wir? Zucker. Was habe ich gerade woanders da hingeguckt? Zucker 100, 189, 98. Das müsste gewesen sein, jawohl. Eier. Oh, was ist das so wieder? 495, das müsste 11 von denen 45er sein. Was leer geworden.
Wenn ich schon gerade hier bin. Hey, lass uns drauf ankommen. 8 haben wir drin, 11 brauchen wir, also noch 3. Zwei. Und die dritte kommt jetzt. So. Okay, Eier wäre perfekt. Hefe 198. Also Hefe ist immer genauso viel wie Zucker, ist mir aufgefallen. Also wie ich muss das mal beobachten. 100. 150. 190. 195. 2, 3. Rosine 495, die war hier. Achso, 400. 400 Gramm Rosine haben wir drin jetzt. 50, 90. Oh, irgendwas war jetzt wieder schief gegangen. Eins wieder weg. Rosine 510, immer noch zu viel. Ach, das kann er nicht. Wo habe ich denn jetzt wieder was falsch gemacht? Das gibt's ja gar nicht. Oder irgendwas hat sich doppelt geklickt. Wir haben 15 Gramm Rosine mehr. Das kann doch jetzt nicht so die Welt sein. Das wird jetzt nicht das Rezept irgendwie schmackhaft schlecht machen. Das stoppt wunderbar, automatisch. Ah, halt, wir haben Muffins. Jetzt müssen wir ja wieder... 99... Haben wir echt 99 Überraschungen? Was ist eine blöde Zahl? Warum nicht 100? Was kriegen wir da drauf? 12... Wir brauchen 9. 3, 6, 9. Passt doch, ja. Wir brauchen 9 Förmchen. Hier brauchen wir die Förmchen-Ecke. Oh, das kommt da nicht. Oh ja, meine Güte. Ist das wahr? Das kann doch nicht wahr sein. Das dauert mir echt so lang, bis man immer diese Fläche gefunden hat, wo man es ablegen kann. Also Entwickler, liebe Entwickler, wirklich ein gutes Spiel, aber da bis ich drauf achte. Das Spiel muss doch nicht da dran scheitern jetzt. Also, ist das möglich, du? Okay. Wenn wir schon gerade hier stehen, machen wir die Papiertütchen rein. Also... Na, mach doch. Ich halte und drücke. So. Das müsste theoretisch irgendeins dürfte jetzt nicht voll werden. Ah, mach doch, dann gäb's doch nicht. So. Ja,
Ja. Genau. Das ist doch nicht so fassbar. Das, Leute, ihr könnt das nicht vorstellen, dass das gerade das so ärgerlich macht, ne? Eigentlich schon doch ein gutes Spiel, auch wenn die Rezensionen, wie ich bei Steam gesehen habe und so weiter, was weiß ich, alles nur so durchschnittlich ist, aber ich finde es gut, ne? Aber. Upsa, nee, falsch rum. 30 bis 50 Sekunden. Das sollte reichen. Sollen ja nicht so dunkel werden, ne? Also der nächste Investitionsschritt ist wirklich, die Backstube zu vergrößern. Und dann, klar, müssen wir schauen, was dort alles anzuschaffen ist. Und klar, kann ich mir schon vorstellen, dass nach 9 Stunden Spielzeit ungefähr die Backstube vergrößert und alles erweitert ist. Aber es ist ja nicht fertig. Man kann ja dann weiter backen und Aufträge entgegennehmen. Muss man nicht alles hier als Video zeigen, ne? So weit sind wir noch nicht. Wir müssen erstmal dorthin. Aber ich finde es nicht schlecht. Was ist mit denen? Wieso sind die so schwarz? Muss ich das gerade mal angucken? Moment mal. 100%? 100%? Warum sind die so dunkel geworden? Ist das jetzt ein Fehler? Überraschungsmuffin. Vielleicht sind das die Überraschungsmuffin. Keine Ahnung. Warum soll nur 3 Stück dunkel geworden sein? Ich meine, der Ofen wird ja gestartet, wo alle gleichzeitig drin sind. Ja, es waren nur 3 Stück, die aussehen wie Schokolademuffin, keine Ahnung. Drei zu viel? Oh Mann, jetzt kann ich den nicht rausnehmen. Hätte ich doch nur oben an dem anderen Blech angefangen. Oh, das ist blöd. Kann man den nicht mehr rausholen? Nee. Okay, das ist auch so. Also das wäre jetzt ein Punkt, das wäre nice, wenn man hier die Kiste noch mal reingucken. Oh, nein, also das gibt's doch nicht. Geht nicht. %, aber ist okay. Naja, komm. Level 22. Machen wir noch. Gerade mal Belege. 3-3. Oh, da geht noch viel Zeit ins Land. Silber in der Brotlaib. Das machen wir doch. Machen wir doch glatt. Und die machen wir doch glatt und fangen die an gleich zu machen. Haben wir wieder Brot. Ah, da müssen wir wieder die Brotform nehmen. Aber das ist egal. Dann machen wir das doch. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Bleibt mir treu und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, ciao.